Als ich diese Frage zur Kenntnis genommen habe, habe ich erst gedacht, es ist ein Scherz. Und zwar deshalb, weil ich große Sympathie habe für meine Schweizer Freunde. Meine eine Tochter ist in der Schweiz verheiratet, wohnt in der Nähe von Chur, fühlt sich da auch pudelwohl. Aber in der Tat ist die Schweiz ein übersichtliches Land, trotz der vielen Berge. Es gibt 3,5 Sprachen, vielleicht 4 Sprachen. Wir sind innerhalb der Europäischen Union ja eine Vielzahl von Sprachen haben. Es gibt in der Schweiz immerhin eine langanhaltende gemeinsame Geschichte. Auch wenn die Kantone untereinander im Wettbewerb stehen, haben sie sich doch nie bekriegt, während in der Europäischen Union wir noch vor 50, 60 Jahren Auseinandersetzungen hatten, wo von Erbfeindschaft gesprochen worden ist, was dankenswerterweise überwunden wurde. Allein schon die Größe der EU verhindert einen vernünftigen Vergleich. Das Einzige, woran wir uns ein Beispiel nehmen können, ist, wie geschickt man Käse und Schokolade vermarkten kann und damit ein Imperium aufbauen kann. Das ist so ein Vorbild vielleicht, aber politisch glaube ich, wäre es unseriös zu glauben, dass man mit einem ähnlichen System, mit einem föderalen System, mit einem kantonalen System Europa zusammenführen kann. Ich glaube, Europa wird weltweit nur eine Rolle spielen, wenn die Integration steigen wird und nicht abnehmen wird, wenn wir keine Nationalstaaten behalten, sondern wirklich zu einer Europäischen Union kommen, das heißt zu einem europäischen Bundesstaat. Und dann ist der Aufbau der Bundesrepublik Deutschland vielleicht doch attraktiver und auch sinnstiftender als der Aufbau der Schweiz. Die Schweiz kann das auch nicht als Vorbild dienen für Eishockey, Fußball oder andere sportliche Höchstleistungen, obwohl beim Skilaufen ja mittlerweile die Schweiz aufgeholt hat. Aber die europäischen Länder, die in der EU sind, sind in fast allen Bereichen sportlich der Schweiz überlegen. Und politisch, wie gesagt, ist der Neutralitätsgedanke in die Schweiz immer noch hier kein Gedanke, den die EU verfolgen kann. Insofern glaube ich, ist das aus Schweizer Sicht vielleicht etwas, um das Selbstbewusstsein der Schweiz zu steigern, dass man Vorbild sein könnte für die EU, aber in der politischen Realität wird das nicht der Fall sein.